Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Massenflucht von DDR-Bürgern über Ungarn nach Österreich hält unvermindert an. Heute waren es wieder mehrere hundert, weitere tausend warten an der Grenze auf eine Fluchtmöglichkeit. Laufend fahren Autobusse, die von den österreichischen Behörden und der Bonner Botschaft gemietet werden, DDR-Bürger zur bundesdeutschen Vertretung in Wien. Von dort Eberhard Büssem. Heute Mittag, 13 Uhr. Der vierte Bus mit DDR-Flüchtlingen aus dem Burgenland ist eingetroffen. Hunderten ist gestern Nacht und heute Morgen wieder die Flucht aus Ungarn gelungen. Die Flüchtlinge werden in den burgenländischen Gemeinden empfangen und versorgt. Die Gendarmerie bestellt dann Busse und schickt sie zur deutschen Botschaft in Wien, die auch die Rechnung übernimmt. In der Metternichgasse 3 loben Mitarbeiter der Botschaft immer wieder die große Hilfsbereitschaft der österreichischen Bevölkerung und der Behörden. Hatte man anfangs geglaubt, dass mit der Massenflucht bei Schopron die Fluchtbewegung abebbt, so zeigen die Zahlen von gestern und heute, der Exodus geht weiter. Bis jetzt sind hier bereits 300 DDR-Flüchtlinge mit Bussen aus dem Burgenland herantransportiert worden. Nicht gerechnet die Leute, die individuell hierher kommen. Auch mit Privatwagen werden immer wieder Flüchtlinge gebracht. Aus der Botschaft ist zu hören, dass es heute wohl 450 werden. Ihr seid alle zu viert rüber? Ja, zu viert. Und war starke Kontrolle? Nee, wir haben keinen gesehen. Wir haben anderthalb Stunden noch mal gebraucht, haben uns Zeit gelassen und mal zwischendurch in den Graben rein und geguckt, ob jemand kommt oder so. Nichts, gar nichts gesehen. Und was ist jetzt für ein Gefühl? Super. Noch nicht erledigt. Richtig aufgefasst. Also, nee. Noch sind wir nicht hier.